Hi, ich bin's wieder und hier ist wieder ganz viel drin, was raus will und soll und was ich mit euch teilen möchte. Ich hoffe eigentlich, dass das überflüssig ist, dass ich immer am Anfang sage, dass ich keinen persönlich mit meiner Meinung angreifen möchte und dass es wirklich nur meine persönliche Meinung ist. Und natürlich verallgemeinere ich in solchen Videos auch eine ganze Menge. Das ist mir schon klar. Ich bin mir auch zu 100% bewusst, dass es auch immer Ausnahmen gibt. Es sind einfach meine Gedanken, mit denen ich niemanden angreifen möchte und ich hoffe, dass das wisst ihr. Und ich finde es toll, wenn wir hier unten in den Kommentaren miteinander kommunizieren und das auf eine höfliche und faire und freundliche Art. Das hat bisher immer sehr gut geklappt und da bedanke ich mich auch ganz doll bei euch. Und ja, wenn ihr meiner Meinung zustimmt, lasst es mich wissen. Wenn ihr einer komplett anderen Meinung seid, lasst es mich wissen. Denn nur wenn man mir eine andere Meinung versucht darzulegen oder auch versucht zu erklären, kann ich sie verstehen. Das sollte zumindest immer ein Versuch sein, jemand anderen zu verstehen in seiner Art und Weise, wie er denkt. Und das ist auch immer der Grund, warum ich das hier mache. Ja, kritisch lesen. Was meine ich damit? Kritisch lesen ist für mich etwas, was sehr wichtig ist und etwas, was sich auch so erst im letzten Jahr bei mir etabliert hat. Und ich bin super froh darüber, dass sich das bei mir etabliert hat. Ich sage nicht, dass es das höchste Maß der Dinge ist und dass das jeder machen sollte. Und wer das nicht macht, ist des Teufels und sollte verbrannt werden oder sonst irgendwelche anderen Sachen. Ich persönlich empfinde es einfach als etwas sehr, sehr Wichtiges und als etwas sehr, sehr Bereicherndes. Wenn ich sage, dass ich kritisch lese, heißt es jetzt nicht, dass ich mit Block und Stift beim Lesen da sitze und mir Notizen mache und dergleichen und am Ende einen Test mache, wo das alles abgefragt wird, wie das früher in der Schule so war und alles tot analysiere, sondern dass ich einfach versuche zu reflektieren, was ich da gerade lese und versuche zu reflektieren, ob das für mich so okay ist, was ich da lese. Und ich finde, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man einfach nur zur Unterhaltung lesen möchte und um abzuschalten. Das kann ich super nachvollziehen, so geht es mir bei Filmen. Ich gucke super gerne anspruchslose Actionfilme, anspruchslose Trashfilme, die viele Löcher in Plot und Logik und was auch immer haben. Aber das ist okay und ich kann auch verstehen, dass manche sowas auch anstelle zu gucken gerne lesen und das ist vollkommen okay. Mir geht es aber trotzdem darum, hier zu erklären, warum ich kritisches Lesen als etwas sehr, sehr Wichtiges und sehr, sehr Gutes empfinde. Ja, reflektieren ist das große Stichwort. Nämlich nicht einfach nur zu lesen und das Buch wegzulegen und dann ist gut und nicht einfach nur alles runterzurattern beim Lesen vielleicht, sondern auch einfach mal innezuhalten und auch mal nachzudenken. Und es fällt mir oft auf, dass ich was lese und dann auch mal eine Pause machen muss, weil ich gerade was gelesen habe, was mich gedanklich bewegt, was mich emotional bewegt, was mich aufwühlt vielleicht sogar. Und dann mache ich eine Pause beim Lesen und dann denke ich darüber nach oder ich tausche mich mit anderen Leuten aus. Und ich finde das so, so wichtig, weil man dadurch tiefer geht in das Buch, habe ich das Gefühl. Und mehr Substanz aus einem Buch rausholen kann, als wenn man es einfach nur liest. Und das geht natürlich nicht bei jedem Buch. Wo keine Tiefe drin ist, kann ich keine Tiefe rausholen. Vor allen Dingen finde ich es positiv in dem Sinn, dass wenn ich etwas lese und vielleicht früher gar nicht so wirklich greifen konnte, wenn mir was nicht gefallen hat, warum es mir nicht gefallen hat, kann ich jetzt viel, viel besser, indem ich genauer lese, sagen, okay, das und das und das hat mir nicht gefallen. Und ich kann dementsprechend für meine nächsten Lektüren zielgenauer auswählen. Und das muss jetzt noch nicht mal inhaltlich was sein. Das reicht ja auch schon, wenn ich merke, okay, die Art zu schreiben ist nicht meins, der Schreibstil ist nicht meins, die Thematik an sich ist nicht meins. Und ich finde nicht, dass ich, nur weil man sowas erkennt, dadurch unbedingt sagt, okay, ich lese nur noch Bücher nach dem Schema. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich einzelne Punkte. Natürlich entdecke ich, in Anführungszeichen, dadurch auch eher ein Schema. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum mir die Jugendbücher in letzter Zeit nicht so gut gefallen haben. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, da. Auf der einen Seite ist es natürlich schade, weil mir dementsprechend Jugendbücher entgehen oder ich wesentlich skeptischer ihnen gegenüberstehe. Auf der anderen Seite, ich empfinde es nicht als schade. Ich lasse etwas weg,
über das ich mich in letzter Zeit nur noch geärgert habe und bereiche dafür mein Leseverhalten mit anderen Sachen. Und das sind halt einfach Bücher, die in irgendeiner Art und Weise eine Message haben, aus denen ich was rausziehen kann. Und ich kann auch aus Büchern was rausziehen, die mich unterhalten. Und sei es nur bestimmte Zitate oder bestimmte Gedankengänge. Vielleicht sogar eine bestimmte Thematik, bei der ich merke, wow, das interessiert mich mehr, da möchte ich mehr drüber lernen. Oder Verweise auf andere Bücher und all sowas. Und ich finde, wenn man ein bisschen kritischer liest oder aufmerksamer, könnte man vielleicht auch sagen, dann findet man einfach so viel mehr in einem Buch. Ich persönlich empfinde kritisch sein bei Büchern und kritisch lesen als etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich würde mich freuen, wenn wir einen wunderschönen Austausch hier unten hätten und wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, tschüss!